Stimmt es, dass es weniger wehtut, wenn man sich selbst schlägt, wie wenn als jemand nun von anderen geschlagen wird? Nicht, wenn du dich aus Versehen selbst schlägst. Das ist das Prinzip, wie sich aus Versehen auf der Zunge zu beißen, versus sich absichtlich auf die Zunge zu beißen. Wenn man sich selber schlägt, bremst man kurz vorher automatisch ab. Das ist ein Reflex, gegen den man nichts machen kann. Woher weißt du das? Versuch dich mal selber zu schlagen, ist schwierig, oder? Wenn du mal aus Versehen deine Hand gegen deinen Kopf schwingst, dann. Aber ich habe mir schon bewusst blaue Flecken verpasst. Wenn es einfach ist, dich selbst zu schlagen und es danach auch weh tut, kann es sein, dass dein Schmerzreflex kaputt ist. Ich würde an deiner Stelle einen Hausarzt aufsuchen. Wie denn mit Schlägen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen. Sometimes, you know.